So, nächster Teil ist die Finanzierung. Hilf mir, zwei Transporter voller Stoffe in das Volk zu bringen. Ist jetzt nicht die Schießerei eigentlich gesagt? Das nächste? Keine Ahnung. Einladungen sind raus. Auf jeden Fall haben wir jetzt den nächsten Teil mit der Finanzierung. Naja, schauen wir schon. Kriegen wir schon hin. Und wenn ihr dann fertig seid, dann legen wir los. Mit den Nerven bin ich schon. Auch eigentlich gefühlt läuft das heute tatsächlich ein bisschen besser, als was wir so die letzten Male abgeliefert haben. Ein bisschen ruhiger zu bleiben. Das ist das Problem bei uns. Es gibt manchmal so Situationen, wo ich mir denke, ach, scheiße. Gechillt bleiben. Ich bin nüchtern, ich kann nicht gechillt bleiben. Guck, ich bleib ja auch gechillt. Ja, bei dir ist das was anderes. Was denn? Ja, du hast ja das Päckchen eben reingezogen, deswegen bist du auch gechillt. Ich glaube nicht, dass er gechillt wäre, wenn er sich ein Päckchen Kokain reingezogen hätte. Ach was, wer weiß, wie es wirkt. So, ja, wenn wir dann, wenn er dann bereit ist, kann man dann weitermachen, ne? Ich weiß nicht, wie es aussieht. Markus, bereit? Ja. Und Thomas? Ist okay, mach ich das später. Gut. Nein, mein Gott. Aber da muss auch mal ein bisschen Scheiße dabei sein. Das ist halt einfach so. Du kannst das nicht nur mit Ernsthaftigkeit reingehen. Aber du hast recht, normal geht das nicht. Aber bei der Mission ging es mit einem schwimmenden Auto dazwischen reinzuziehen. Ich hätte es jetzt nicht erwartet, dass wir es beim ersten Mal schaffen. Aber wie gesagt, das hat funktioniert und ich bin ziemlich zufrieden mit. Wir haben jetzt auch schon tatsächlich genauso viel geschafft, wie das, was wir in der letzten Aufnahme gemacht haben. Gut, beim letzten Mal hatte ich auch kein Atomgerät dabei. Daran lag es tatsächlich ein bisschen. Oh, ich kann den Geräusch von dem Typen nicht hören. So, Gras. Aha. Ach, wir dürfen Rasenmähen gehen. Ja, wir dürfen jetzt Rasenmähen gehen. Genau so ist es. Wir müssen jetzt zum Sägewerk gehen. Dort müssen wir zwei Transporter und zwei Pickups mit dem Geschütz klauen. Und die Transporter dann zum Lagerhaus bringen. Oh. Das ist tatsächlich der nächste Teil, der uns jetzt ansteht. Und ja, es geht wieder auch, glaube ich, auf Zeit. Ich glaube, es ist noch 10 Minuten Zeit oder so. Du musst erstmal zu dem Aussichtspunkt. Ja, zum Sägewerk. Genau. Ja, zu dem Aussichtspunkt und dann rein ins Sägewerk. Genau, die Typen da wegschießen und los. So, wenn ihr dann bereit seid, dann kann man... Ja. Aber ich nehme dann auch in einem Meinwagen mit. Oder spotte ihn da an. Es ist Jacke wie Hose. Weil ich auch Hubschrauber kommen und so. Wenn man die direkt runterdrücken kann. Wie du möchtest. Weiß nämlich nicht, ob wir tatsächlich das Ding mit dem Geschütz brauchen. Also ich würde halt gerne einen Transporter fahren, wenn es irgendwie möglich ist. Kannst du ja. Okay. Geht's, kann man loslegen oder kann ich loslegen? Ja, alles wartet nur. Ich warte ab, bis ihr sagt, wir können. Wer weiß was. So, Bodentrupp. Posten besten. Ja, passt so. Ich bin fast den Rest, aber auch gut. Passt. Hm? Passt schon so. Wo ist der Schuss? Markus, seine Papiertüte. Ich nehme den Wagen, den ich eben hauptsächlich immer mit. Hm? So.
Begib dich zum Sägewerk. Okay. Ja? Wir können auch alle mit. Ah, ihr habt den Vito. Warte mal, Thomas, bitte gerade kurz. Ihr fahrt das andere Auto, ne? Ja. Oder Markus, du bist das. Können wir damit mit einschenken? Ja, wofür eigentlich dann mit zwei, drei Autos fahren, macht doch keinen Sinn. Wir müssen näher alle zum gleichen quasi Ziel. Wow. Ich dachte, jetzt explodiert das Auto. Der kam sehr überraschend vor allen Dingen. Ich meine, das tut gerade, wo Thomas so einschaltet. Ja, ja. Das war so ein Überraschungsmoment, ja. Ich dachte, was geht jetzt ab mit dem Ding? Thomas hat geguckt, das war Nitro. Ihr wisst, dass ich auf dem Pfosten West rausgelassen werde. Ja. Der wird euch die Jungle zeigen. Der Pfosten muss nach S, ja. Nach West. Ich kann ja ein Stück vorher anhalten, da könnt ihr dann rüberlaufen. Richtig. Bevor wir nicht alle auf Position sind, passiert doch eh nicht. Richtig. Ist aber auch schon gestartet worden. Einer nicht aus der Position. Ja, weil du, wenn wir dann anfangen, die Dings zu. Die Leute da wegzuschießen und dann fängt die Mission an. Obwohl man auf Post ist oder nicht. Eigentlich sind die nur dafür da, um wegen Scharfschützen und so. Genau, jetzt kommen die Transporter und danach kommt die Schießerei und dann sind wir wieder, geht's ins Finale. Sieht der hinten aber ziemlich eingequetscht aus, ne? Müssen wir halt nur gucken, ob wir das Finale dann noch starten oder nicht. Gucken wir dann, wie weit wir jetzt durchkommen. Weil die Finale dauern meistens immer recht lange. Ja. Ja, wie gesagt, wir gucken jetzt, wie wir durchkommen. Wenn wir jetzt relativ schnell durchkommen, wir haben jetzt auch gute Stunde 15, bis du los musst. Wenn wir jetzt hier mit den zwei Missionen zügig durchkommen, können wir das Finale noch starten. Aber wenn nicht, dann einfach schauen. Machen wir es in der nächsten Aufnahme einfach. Ist ja auch nicht tragisch. Wir haben ja auch gar keinen Zeitdruck, wenn wir es aufnehmen, wenn wir es nicht schaffen. Ich habe so viele Folgen vorbereitet, das passt schon alles soweit. Mit deinem Fußballkram und Co. Fußball ist ja auch, FIFA ist ja auch relativ weit vorbereitet mittlerweile. Quid läuft zum Beispiel bis Mitte März, ich habe die Folgen schon durch. Ich glaube, letzte Folge läuft irgendwie 18.03. oder so. Ich habe ja Zeit, ich sitze zu Hause, dann kann ich auch aufnehmen, wie ich will. Solange es Spaß macht. So. Hier ist der Hauptzugang für A3. Was? Ja, wenn du in A3 bist, wäre die letzte Mission der Hauptzugang. Ja, ich weiß, hier kommt, fliegt ja dann runter. So, ich halte mal hier an und damit die anderen beiden auf ihre Position gehen können. Genau, Baby und Thomas. Wenn ihr soweit seid, sagt ihr Bescheid, dann fahre ich runter zu unserem Punkt. Genau. Einmal der gelbe Punkt. Das Segel wird jetzt auslösen und jetzt müssen wir auf unseren Posten.
Geh in Position. Seid ihr soweit? Ja. Ich dann warte kurz, da. Bis, ja, dann warte kurz, bis Baby noch auf Position ist, bis sie dann. Alles gut. Genau. Ich war da im Hügel gestimmt. Ein Baum, da. Okay. Ein Zug fährt an mir vorbei. Ja. Du kannst mit dem Dinger. Nee, kannst mit Raketen macht jetzt keinen Sinn, da reinzuschießen, weil da Fahrzeuge drin stehen, die wir brauchen. Der lebt noch. Ey, der lebt noch. Oh, ey, ich hasse das. Das geht. Willst du lieber aussteigen, Kev, oder? Wie du magst, dann stell das Fahrzeug so quer, dass ich dann. Ja, ich bin draußen jetzt, genau. Warte. So. Ja, damit ich dahinter ein bisschen in die Deckung gehen kann. Ja, du kannst gar nicht an dem Ding in Deckung gehen. Oh, ist das scheiße. Du kannst hinter dem Fahrzeug nicht in Deckung gehen. Einen habe ich. Nee, ich schieße jetzt nicht mit Raketen hier rein. Weil ich weiß, dass hier oben einer sitzen musste an dem. Jetzt habe ich ihn. Rechts müsste auch noch irgendwo anders sein. Ja, ich sehe schon. Er ist irgendwie hinter dem Auto. Der ist down. Hinter mir müsste einer stehen. Hinter dir, hinter dir, hinter mir. Ja, ja. Genau, hinter dem Ding da. Habe ich. Hab ich. Okay, still die Benzins. Wir können eigentlich jetzt mit den Fahrzeugen raus. Wir dürfen jetzt eigentlich keine Gegner mehr haben. Doch, von wegen, wir haben keine Gegner mehr. Oh, Glück gehabt. Da stehst du. Mein Fresse, ich bleib doch da. Jetzt ist er tot. Endlich. So, ich hab hier alle erledigt. Ja, ich hab hier gefühlt noch einmal einen. Da oben. Ich fang mal eben dein Auto um wegen dem LKW, ne? Ja. Kann ich nicht, weil du auch Beifahrer stehen hast. Alles gut, dann rempeln wir den halt aus dem Weg. Also ich habe hier freie Bahn, theoretisch. Ich habe jetzt, ich hab schon einen der Trucks jetzt in... Ja, ich nehme den zweiten. So, ihr beiden müsstet jetzt den... Den Platz mit dem Gewehr, genau. Ich habe den Wagen, ja, ich weiß ja nicht, wo ihr wohnt. Noch auf dem Hügel. Kommst du runter, Ivan? Ja, das steht. Nehmen wir die Autobahn, Markus, oder wie willst du fahren? Wir werden sehen, wie jetzt gleich der Weg angezeigt wird. Ja, wird ja wahrscheinlich durch den Wald gehen, aber es gibt doch Möglichkeit, über die Autobahn zu fahren. Die würde vom Weg her passen. Wo willst du jetzt hier lang? Hier runter, oder? Ja, 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 genau. Fahr den Baum vorbei und dann auf die Schnellstraße unten. Okay. Oh. Wieder gefahren. So. Wo ist Thomas mit dem Gewehr? Die kommen jetzt da runter, sind gleich hinter uns. Die dürfen uns wieder einhalten. Wir dürfen noch nicht so viel Zeit verlieren. Weil das geht auf bis auf eine Minute, glaube ich, auf. Wir sind schon hinter euch. Ja. Ganz gut. Hm?
einfach ruhig geschillt bleiben. Ja, wir haben gleich Gegner, das ist das Problem. Ich bin gerade an meinem Auto vorbeigefahren, ich hätte den nehmen sollen mit dem Paket. Ja, ich glaube, du brauchst den Technical, du brauchst das, den Transporter. Ja, du musst den nehmen. Weil der geht das. Die Mission nicht weiter. Genau, der hat nämlich, da steht er, warte bis das Team das erreicht hat. Das ist ja wie von dem Ding, was ich erklärt habe. Wenn die Mission besagt, muss das gut, nehmen. Dann aber einer hätte den Transporter dann fahren müssen. Mhm. Nee, da steht drin, ist das andere Team. Ihr müsst da drin zu zweit sein. Okay. Da stand nämlich gerade, wo wer die noch nicht dran war, stand, warte, bis das andere Team das ein Technical erreicht hat. Also es müssen zwei Leute drin sein. Wie gesagt, wenn die Mission so vorgeschrieben ist, muss man das halt auch so machen. Richtig. Okay, so viele Gegner haben wir nicht, aber die kommen jetzt, glaube ich, hier danach, nach dem Tunnel. Ja, schlag ich doch, die kommen jetzt hinter uns her. Wir haben Gegner. Ich weiß nicht, wo ihr bleibt. Auf der Dings ja, bleiben hier, oder? Ja, ja, bleibt auf der Autobahn. Wir sind schon in der Nähe. Gut. Die grünen Jeeps, die jetzt da kommen. Einfach draufbleiben auf der Autobahn. Nicht hochfahren. Yvonne schießt ja schon was, das Zeug. Wir fahren später oben in die Stadt rein. Wir folgen euch, keine Angst. Wir sind eine Kurvenlänge entfernt. Okay, sehr gut. Momentan haben wir. Also, ich habe Ruhe, Markus, bei dir auch, ne? Ist Ruhe. Ja, ein Auto kam mir jetzt gerade entgegen. Ja, ja. Da vorne steht. Ne, steht nicht, da was. Okay, keine Sorge. Hier rechts ist eins, aber auch unten. Ja, ja, nee, alles gut. Das ist auch ziemlich uninteressant dann. Da ist wieder was, ja, ich sehe gerade. Ja, aber bin ich einfach dran vorbeigefahren. Du musst lernen, einfach ein bisschen das Schild drüber zu fahren. Ja, Thomas, das haben wir verstanden. Ist ja alles gut. Genau, sehr gut. Krach in den Gegenverkehr, das ist super okay. Gut, dass die KI auch manchmal scheiße baut. Der hat's auch in den Gegenverkehr gehauen. Weil ich ihn angeschoben habe. Ich hab's gesehen, ich bin quasi dein Windschatten. Ja, jetzt hier links hoch. Jetzt hier links hoch. Nein, nicht, die links, ach, die meinst du. Oh, nee, sorry. Ey, dann sag das doch bitte ordentlich und nicht irgendwie. Nein, ich hab die Straße nicht gesehen, Entschuldigung. Das war falsch koordiniert. Die Auffahrt hier hoch, meinte ich. Jetzt ein New Release. Side by side. Ja, hab's gesehen. Jetzt hier wieder auf Autobahn oder wie? Ja, ja, jetzt hier links runter, genau. Weil du dann quasi fast am Lagerhaus bist. Da hätten wir auch einfach auf der Autobahn bleiben können, Kev. Das war jetzt total unnötig. Achso, naja, nee, alles gut, klar, hätten wir machen können. Das ist die gleiche Autobahn. Nee, okay, alles gut. Wir haben über 9 Minuten noch, wir haben 1,8 Kilometer noch. Also zeitlich wird das komplett aufgehen. Mal jetzt erstmal schön in den Windschatten. Alter. Du wirst überholt. Schön in den Windschatten vorbeigegangen. Wir sind gleich da. Wir nicht. Wir
Erster. Weiter. Bam. Hat funktioniert. Das erledigt. Ja. Aber ich glaube, der Mission geht noch weiter, ne? Nee, geht nicht. Moment, da kommt noch. Jetzt genau, jetzt kommt die Schießerei und dann müssen wir noch irgendwas abliefern. Genau, dann müssen wir das. Ja, und dann geht's ins Finale. Bronze? Was? Ich hab Silber, ich lasse euch mein Silber. So, haben wir eine gute Viertelstunde jetzt gebraucht auf der Mission. Na, 20 Minuten. Insgesamt sind wir schon eine Stunde 37. Hm? Ja. Eine Stunde 37 Minuten. Ja. So. Mein Mann steht so schön vor der Einfahrt, schön eingefahren. Ja. Ja, fahrt weg, okay. Willst du mit oder was? Huch. Ja, super, danke. Du bist da hingefallen. So ähnlich ging es uns vorhin beim Müllwagen. Boah, ist das rutschig mit dem Ding hier. Ja, das meinte ich nicht. Was, Kev, das Ding ist rutschig? Ja, ja, das Ding ist ja arg rutschig. Ah, du rutschst so, ehrlich. Oh mein Gott. Du verstehst wieder das, was du willst. Oh Gott. Alter. So. Probiert gerade Mauern zu fahren mit dem Kuruma, das ist ein Kuruma und ein Geländewagen. Ich will hier auch noch raus. Das werden die Reifen mal eben gewaschen. Ja, nicht so, geht doch. Ja. So.